Jo Leute, willkommen wieder zurück zu Paper Mario 2 in den Duellkerkern auf Ebene Nummer 30. Da habe ich es nämlich hingeschafft im letzten Part. Ich habe ja versprochen, nichts zu schneiden, alle Kämpfe zu zeigen, die es hier gibt. Auch wenn ich schon einmal 5 Ebenen übersprungen habe, weil wir können hier manchmal dem Verschicker begegnen. Das ist ein ganz spezieller Bubu. Der kann uns für Geld nämlich 2 oder 5 Etagen weiter nach unten schicken. Die können wir dann einfach überspringen. Und das habe ich halt einfach mal gemacht, weil es kostet eh nur 30 Münzen für 5 Etagen und jetzt bin ich halt schon etwas schneller hier unten gewesen, aber jetzt geht es natürlich weiter und hier gab es, glaube ich, wie gesagt, den Zepper-Orden, was ich mich erinnern kann. Das ist der Orden, wenn man den anlegt, dann dem Gegner Schaden durch Sturm schlagen. Jetzt seht ihr mich gar nicht mehr, jetzt bin ich wieder da, jetzt wieder nicht. Egal, rumgeblödelt wird hier nicht, es wird weiter gekämpft. Die wirkliche Action hat er noch auf sich warten lassen und oh, da haben wir wieder einen neuen Gegner. Also ich glaube zumindest, dass das ein neuer Gegner ist. Es ist nämlich ein lila Cooper, der Fies Cooper genannt wird, was ich mich erinnern kann. Der kann nämlich, wenn er auf dem Rücken liegt, so wie jetzt gerade, trotzdem noch angreifen. Und andere Coopers können das ja nicht. So, Power... Nein, noch nicht. Moment, wir bekommen einen Bulaken zugeworfen. Dankeschön. Coopio guckt doch immer so ernst, wenn er das bekommt. Und Power Panzer! Yes! Triple Kill! Coopio hat es halt einfach drauf. Also wie gesagt, die wirklich harten Kämpfe, die kommen ja noch. Im Augenblick ist alles noch relativ ruhig und gemäßigt. Kein Problem für uns. Und wegen dem Herzfinder und Blumenregenorden bekomme ich ja immer wieder schön viele Herzenblüten zurück. Und habe bislang noch kein einziges Item verwenden müssen. Ist auch nicht nötig! So, bei euch mache ich, glaube ich, nicht so viel Schaden. Antifoil, dass der auch mal eingesetzt wird und stirbt. So, ist ein Schaden. Was war das denn gerade? Ein dreifach Rückwärtssalter, das muss man auch mal zusammenbringen. Also, ich könnte das nicht. Der hat damit einen KP überlebt. Die haben ja so eine hohe Verteidigung. Und... Zack! Nein! Schwierigkeit! Nein, 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 nein! Schon wieder kein Bingo. So viel Glück habe ich einfach zu selten. Naja, vielleicht irgendwann später, vielleicht auch gar nicht. Wer weiß das schon so genau? Was ich nämlich auch nicht so genau wissen kann, ist, ob und wann sich der Zauber aktiviert. Ich habe mich nämlich, bevor ich in die Duellkerker reingegangen bin, nämlich nochmal frisch verzaubern lassen von Millie mit dem Spezialspruch, der 50 Münzen kostet und am längsten wirkt. Das heißt, hin und wieder kann es vorkommen in irgendeinem Kampf, dass sich meine Angriffskraft erhöht oder meine Verteidigung oder dass ich dann am Ende des Kampfes mehr Münzen bekomme oder vielleicht sogar mal mehr Sternpunkte. Weil natürlich das mit dem mehr Sternpunkten ein bisschen doof ist. Wenn Gegner hier am Anfang nur einen Sternpunkt so geben, dann kriegen wir auch sonst nicht wirklich viel dabei raus. Da kriegen wir dann vielleicht statt einem Sternpunkt 2 oder 3. Das ist jetzt auch nicht so, so knorke. Und wo zur Hölle hast du diesen Kraftputsch her? Aus einem, weiß nicht, hier... Hast du doch jemanden geklaut? Gib's doch zu. So, Powerpanzer. Und das war's mal wieder. Absolut chancenlos sind diese Nieten. Wenigstens brauche ich die Gegner alle nicht mehr scannen, jedenfalls nicht die von 1 bis 50 von den Ebenen, weil ich ja schon mal hier war. Weil die wirklich starken Typis, die fangen sowieso erst ab Ebene 51 und danach an. So, Schattenkubis, die kennen wir aber schon aus der Arena von Falkenheim, das ist auch nicht so... wirklich gefährlich. So, Power Panzer. Was? Der Käfer natürlich, der hat eine hohe Verteidigung. Würde ja schon ein bisschen putzig aussehen. Oh, okay. Da aktiviert sich der Zauber schon. Gerade vorhin davon gesprochen, jetzt aktiviert er sich. Was eigentlich nicht wirklich nötig ist, so Zauber erhöht Angriffskraft. Ja, bei so einem Gegner ist das ja auch mordsmäßig wichtig. Boah, jetzt habe ich den 10 Schaden gemacht. Holy moly, und das war's. Schon witzig, gerade erst habe ich das erwähnt mit dem Zauber und schon hat er sich einmal aktiviert. Man kann es nicht beeinflussen, man kann nicht wissen, ob oder wann es sich aktiviert. Und vor allem, was es für ein Effekt ist, kann man vorher auch nicht wissen. Das ist die Überraschung.
Ich finde das immer so praktisch, wie viel Geld ich hier noch bekomme. So, Herzchen, Blüten, schön alles einsammeln und weiter. Ich übe das so ein Cooper-Face. Wo haben die Sonnenbrille eigentlich her? Das ist ja doch bestimmt aus dem Versandkatalog bestellt. Gib's doch zu. Multischwung. Zack, bam, bam. Wie wär's ausnahmsweise mal mit dem Ultrapanzer? Ich würde sagen, das war ultra genial. Ist ja schon praktisch, diese Technik umgeht ja die generische Verteidigung. So, und weiter. Und was sagt man dazu? Der Verschicker ist ja schon wieder hier. So, wo sind wir denn? Ah, schon wieder so 37 ist untergeschossen. Na gut, überspringe ich halt wieder Ebene 40. Ist mir egal, aber ich ja auch schon mal. Und deswegen, es geht dann einfach schneller, Leute. Es ist jetzt nicht so spannend hier. Ja, ich bin der Verschicker und ich kann bei Abkürzungen hier 5000 Liefer, 30 Münzen und geht schon. Na gut, aber machst du Augen zu. Darfst du nicht gucken. Ist sie geheim. Und schon spuckt man uns wieder aus auf dem 42. Untergeschoss. Ich glaube auf Ebene 40. Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher, welchen Ohren es da jetzt eigentlich gab. Ist mir eigentlich auch relativ wumpe. Ich habe ihn so oder so und stirbt. So, das sind hier schon diese Big Oms. Alter, gleich vier. Ganz schön schwabbelig. Ich meine, die sehen aus wie riesige Kaugummi-Bonbons irgendwie so. So riesige, dicke Kugel, oder? Sie könnten auch so rosane Weihnachtsbaumkugeln sein, so. Könnte auch hinhauen. Powerpanzer. Na eh klar, überleben sie wieder mit einem KP. Sag mal, soll das ein Witz sein oder was? Bim, bam, bam, ding, dang, dong. Fröhliche Weihnachten. Gut, ich gebe zu, für Weihnachten ist es doch noch ein bisschen früh, wir haben ja gerade Sommer. Aber das nächste Weihnachten kommt bestimmt. So ist das doch jedes Jahr. Ui, jetzt haben wir schon Feuer gegen, jetzt habe ich aber Angst. Multisprung. Naja, der Eisbohren, der bringt's voll. Und Powerpanzer. Die verziehen auch immer das Gesicht, wenn die verrecken. Naja, so. Schön das Einsammeln hier. Sammel, sammel, sammel. Richtiger Sammelwahn ist das hier. Und abwärts. Jetzt haben wir hier schon diese Foulpokes heißen die, glaube ich, ne? Die können mich vergiften. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es von denen ich auch noch eine stärkere Version hier im Duellkacker gibt. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. So, jetzt haben wir hier natürlich auch noch ein paar Pickelkäfer. Aber ich habe ja Stachelschildorden, nö. Von daher ist er relativ egal. Ultrapanzer, da steht er sogar. Trifft alle Bogen gehen und geht ihre Verteidigung, also auch die für diesen blöden Käferviechern. Ja, da gucken die ganz schön dumm aus der Wäsche, was? So, 14 BP. Na langsam sollte ich auf meine BP doch ein bisschen besser Acht geben. Weil so viele Items, die jetzt BP herstellen, habe ich eigentlich gar nicht mitgebracht. Eigentlich nur zweimal einen Blütentee und dann noch zum Unterschied, aber das hebe ich mir natürlich auf. Ist doch ganz klar. Ja, und falls, dann habe ich ja immer auch noch meine Sterne zeigen. Ich könnte immer noch Sternfit oder Superfit einsetzen. Das ist auch nicht so das Thema, ne? Ich sag, wo habt ihr denn diese ganzen Items her? Ich verstehe es nicht. Der hat einen Topfpilz, der andere hat wieder einen Power... Kraftpunch meine ich. Power Punch. Power Punch ist eine Pokémon-Attacke. Wir sind hier im falschen Spiel, Mensch. Power Panzer. Das ist jetzt die richtige Attacke hier. Dass ich mich nicht verquatsche, Mensch. Tja, da setzt ihn sogar ganz dreist ein. Der KP erholt sich kurzfristig. Plus zwei. Boah, da, vor allem gleich 9 Runden lang, das ist nicht gerade kurzfristig, aber okay. Das Spiel hat eine etwas komische Vorstellung von dem Begriff kurzfristig.
Panzerstoß. In your... Was weiß ich, an welche Körperstelle das gerade getroffen hat. Ich will es aber gar nicht wissen. Sah aus wie sein Hinterteil. So, das ist so viel Geld. Mit dem Geld-Geld-Ohren ist das so geil. Da kann man auch mal richtig reich werden. Und ich habe bitte... Ich habe über 600 Münzen. Ich bin mit so knapp über 300, glaube ich, hier reingegangen. Das ist schon der Hammer. Der Geld-Geld-Ohren ist auch nochmal ein richtiger Geldsegen hier unten. Kann man machen, muss man aber nicht. So, der Para-Finster-Cooper oder Para-Fies-Cooper, glaube ich. Habe ich auch schon gescannt, keine Sorge, war ich schon mal hier. Also bis jetzt natürlich, aber wir sind bald so weit, dass wir auf Ebene 50 sind und ab da ist dann alles Neuland. Da waren wir da noch nicht, also ich war da offscreen halt noch nicht. Nur bis 50 mit dem Wunderbeutel habe ich eh schon oft erklärt und jetzt hat der wieder einen Wutbeam, ich fasse es nicht. Weiß nicht, muss es irgendwo so einen geheimen, weiß nicht, so einen geheimen Shop für Gegner geben, wo die schnell hinrennen können und sich Items holen können, weil was anderes kann das doch nicht sein. Ultrapanzer! Arrivederci! Also... Ich kann mir das sonst nicht anders erklären. Es muss hier irgendwo so einen unsichtbaren, geheimen Shop geben, wo jeder Gegner sich automatisch hinbeamen kann und so sagen, hey, Gu, ich hab gleich einen Kampf anstehen, ich kaufe mir nochmal schnell Items. Das ist doch alles eine riesengroße Verschwörung, so groß wie dieser Fettsack hier. Ich meine, wie können Bobbums denn so groß werden? Bestimmt ein Gendefekt. Darauf reden sich die meisten hier aus, wenn sie so dick sind. Ja, das sind die Gene, ja. Das ist das vermehrte zum Kühlschrank-Gen. So, und ich habe ein BP zugeworfen bekommen. Auch sehr nett. Multisprung. Da muss ich mal ein bisschen überlegen, was könnte man machen, was könnte man tun. So, wenn ich jetzt schon wieder einen Ultrapanzer, dann... Machen wir lieber so. Bisschen BP sparen. Yeah, Breakdance! Alter, Kupio geht so ab. Und sag tschüss. Ach ja, ich glaube die einzigen, also unter anderem Gegner, die es hier glaube ich unten nicht gab, sind diese Kanonen, weil davon gibt es nur zwei Arten, die normalen und die goldenen im Ionenpalast, also von denen weiß ich zumindest, da gibt es jetzt keine stärkere Person. Wo sind wir gerade? Ebene 47 schon, na bitte Leute, wir haben schon fast die Hälfte. Wir haben gleich die Hälfte und da darf ich natürlich nicht vergessen, da unten auf Ebene 50 ist jetzt durch einen Auftrag noch etwas zu erledigen, der allerletzte. So geil, ich bin so eine Pyrotechnik, ich sage die größten Bühnen, weil ich jetzt Level 30 bin und Superstar bin, das ist einfach der Hammer schlechthin. Powerpanzer. Und Triple Kill. Hat sich Mario mal nicht, die Stiefel muss ich machen. Also wie gesagt, gleich haben wir Halbzeit. Und BAM! Eklar, da überlebt man wieder mit einem KP. Das ist wie bei Pokémon. Kriegst den Mann, der Gegner, der hat noch genau ein einziges KP hat er noch und dann stirbt er deswegen nicht, ne? Ein Panzerstoß. Wird denn der Typ überlebt jetzt auch? Mit 2 KP sogar. Du bist doch ein Fieskumper. Aber das bist du ja auch. Wohl, der lila Panzer ist ja schon irgendwie recht schick. Könnte Kupio eventuell vielleicht sogar gefallen. Und apropos, das ist mir jetzt erst so richtig klar geworden, beziehungsweise ich stelle mir die Frage eigentlich sogar jetzt erst. Wie hat es Kupio eigentlich geschafft, sich diesen Kapuzenpulli anzuziehen? Ich meine... Können Koopas ihren Panzer abnehmen oder wie machen die das, wenn die Kleidung tragen? Ich meine, wenn der wirklich fest verwachsen ist mit denen, dann kann das doch eigentlich nicht funktionieren. Ich meine, wie hat er das gemacht? Sehr eigenartig.
Das ist ungefähr so eine mysteriöse Frage wie von wegen, keine Ahnung, was gibt's noch für Mysterien? Wie zum Beispiel, sieht ein Scheiger ohne Maske aus? Das weiß man auch bis heute nicht. So Leute, ich bin übrigens jetzt da, dass ich jetzt nicht irgendwie noch vergesse. Und da, seht mal, da ist auf einmal die Schmiererei. 50. Untergeschoss und der allerletzte Auftrag besagt, nämlich ich muss es bis hierher schaffen und dann diese Schmiererei irgendwie entfernen. Aber erstmal wird sie gelesen. An der Wand steht etwas. Ich wünsche mir eine Blitzhochzeit mit meiner angebeteten Bombolga. Und ich möchte 22 Kinder, dann können wir jeden Tag Familienfußball spielen. Davon träumt Bombov. Die Schrift scheint schwer zu entfernen zu sein. Alter, wer will 22 Kinder? Alter, das ist aber noch eine richtige Großfamilie. So, wie entfernen wir das jetzt? Na, ganz einfach, mit roher Gewalt. Wir sprengen das Ganze einfach weg. So, und damit wäre es erledigt. Theoretisch könnte ich jetzt natürlich zurückgehen. Aber nein, Leute, jetzt fängt die wahre Herausforderung quasi erst an. Es geht nämlich weiter. Und wie gesagt, hier auf Ebene 50 gibt es eben diesen schicken Wunderbeutel. Erlaubt Rang von 20 Items. Und ich finde ja, wenn man den Duellkerker ganz zum Schluss erst macht im Spiel, dann hat ja das Ding auch fast keinen Sinn mehr, weil ja danach dann nichts mehr kommt. Da kommt dann nur mehr die letzten Ebenen halt, aber da kannst du ja, wenn du Pech hast, eh keine Items mehr kaufen. Also was bringt mir das, wenn ich erst ganz am Ende des Spiels 20 Items kaufen kann? Deswegen, also tragen kann, meine ich. Kaufen natürlich auch, aber tragen meine ich auch jetzt in erster Linie. Das bringt einfach nichts. Und deswegen habe ich mir den halt ausgerechnet schon viel, viel früher geholt, als es möglich war. So, normale Items, normaler Pilz. Haben wir überhaupt noch Platz? Wir haben nur noch mehr Platz für ein Item, Leute. Ich glaube, dann sollte ich vielleicht den Pilz mal verwenden. Für Mario. Der wird zwar jetzt nur um 1 KP geheilt, aber das ist mir egal. Hauptsache, der ist mal weg. So. Den habe ich nämlich zugeworfen bekommen im Publikum letztens. Also von daher, naja. Ja. So, jetzt nehme ich aber natürlich bewusst wieder Kumbrina, weil es kann natürlich jetzt sein, dass wieder neue Gegner kommen. Und keine Sorge, dadurch, dass die Wand jetzt gesprengt ist, gilt der Auftrag quasi als erfüllt. Wir müssen dann nur noch mehr zu Bombov zurückgehen und jetzt geht's aber erstmal ab nach unten. Ebene 51 wartet! So, und da haben wir auch schon einen neuen Gegner, ein lila Bandit. Die sind ganz neu und die sind auch natürlich die stärksten und gefährlichsten. Es gibt auch wieder diese Eiswolken. Wie heißen die jetzt nochmal? Ah ja, Eisschluff. Genau, Eisschluff. So, ich gehe mal nach hinten. Gumbrina nach vorne und Scanner, das ist nämlich ein Ordenbandit, die können echt Orden klauen, das ist mega fies. Das ist ein Ordenbandit. Ordenbandit sind Banditen, die auch Orden stehlen. Maximal Gewicht 12, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Ihre KP und Angriffskraft sind schon ein wenig hoch. Bei Frontalangriffen wollen sie Orden stehlen. Achte auf deine Verteidigung. Aber keine Panik, wenn sie dir mal einen Orden abnehmen sollten. Dann fliehst du und fängst den Kampf noch einmal an. So holst du deinen Orden zurück. Okay, also wir haben quasi jetzt sogar einen Tipp bekommen, falls es passieren sollte, dass wir Orden geklaut kriegen, dann einfach aus dem Kampf fliehen und dann nochmal machen und dann sind die Orden so gesehen wieder da. Dann gilt der Kampf nämlich als abgebrochen. So, hoffentlich passiert das nicht, weil ist mir ja doch ein bisschen blöd. So, Was machen wir? Ich meine, ich könnte denen mal... Naja, wohl soll ich da jetzt schon Items verschwenden? Aber den Typen eine Sternattacke ist auch ein bisschen blöd, ne? Komm, wir machen einfach mal einzeln eine Stampfattacke auf diesen Typ. Und da lebt er immer noch. So, Achtung. Oh, ja, das war knapp. Okay, gut. Kumbrina selber können sie keine Ohren klauen und der hat sich erstmal aufgeladen. So, ich glaube, der Typi will uns einfrieren, aber das kann ja sowas von knicken. Kraftkuss! Damit er endlich mal zum Einsatz kommt. Das ist eh so super duper praktisch. So, Mario 6 und 1. Na klar. Jetzt bekomme ich ein Bingo. Immer dann, wenn ich es eh nicht brauchen kann. Aber Leute, seht mal. Das Publikum ist nicht voll. Was? Warum nicht? Ich dachte, das wird immer voll. Na, egal. So, ich sehe nicht, ob mir hier was Gutes oder Schlechtes zugeworfen wird. Okay, da wollte ich eine Dose werfen. Raus mit dir. Der hat Hausverbot. So, ja, wie machen wir jetzt weiter? Am besten ein ganz normaler Sprung auf dich. Dann bist du schon mal tot. Und beim zweiten wieder eine Stampfattacke. Und bam! So, ich glaube, wie gesagt, meinem... Oh, der guckt voll traurig. Haha, er konnte uns nicht einfrozen. Pech gehabt. Was hat der sich nur dabei gedacht?
Kopfnuss. Ich glaube, der hat sich nichts dabei gedacht. So, jetzt können uns schon mal keine Ordner geklaut werden. Und Stampfattacke. So, das war's. Und trotzdem nur ein Sternpunkt. Das ist voll zu wenig. Das ist ja mal ein schlechter Scherz. Überhaupt so, wir bekommen richtig viel Geld hier. Super, super, super. Oh, diese Typ ist wieder, aber okay, die kennen wir schon aus dem geheimen Abschnitt des Glimmertempels, die Finsterblues. Die sind jetzt hier unten nicht neu, aber es gibt sie hier unten halt auch. Ja, Multisprung. Warum eigentlich nicht? Weil... ja, Bellbau. Kopfnuss. Am besten aber jetzt nicht auf dem Finsterbus, sondern lieber auf den da. Damit er uns nicht einfrieren kann. Könnte ja passieren, wäre blöd. Und... also, boah, jetzt dachte ich schon, der macht sich selber unsichtbar. Das kann ja auch mal passieren. Dann können wir die ja nicht angreifen. Aber das hat er nicht gemacht, weil er entrottet ist. Sogar die Gegner geben uns nochmal einen Sternpunkt. Wir sind einfach schon zu stark mit Level 30. Und ja, es ist tatsächlich so, ich bin mal ja mal von jemandem von euch gefragt worden, was ist eigentlich die Level-Obergrenze? Die spielt tatsächlich Level 99, aber das ist, glaube ich, so gut wie möglich in dem Spiel überhaupt zu erreichen. Das zähle ich persönlich jetzt auch nicht zu 100%, weil das dauert ja eine halbe Ewigkeit, Level 99. Da müsste ich ja nochmal fast 70 Level-Ups machen und dadurch, dass die Gegner nach jedem Level-Up immer um einen Sternpunkt weniger geben, geben irgendwann sogar die Stärksten nur nochmal einen Sternpunkt, das ist dann einfach nur total bescheuert. Genauso bescheuert wie auch die Könige der Finsternis das Finale Endboss nur einen Sternpunkt gegeben hat. Das war auch ziemlich dämlich. Ja, das Spiel geht ja danach noch weiter. Also, was soll das? So, Kupio. Ich glaube nicht, dass jetzt hier schon wieder neue Gegner dabei sind. Aber kann ja sein. Ich glaube es mal eher nicht, ne? Das sind wieder nur Ordenbanditen und so. Wie wäre es also abwechselnd mal mit einem Ultrapanzer? Yeah! Obergeil. Und Multisprung. Denn diese beiden Deppen sterben und natürlich hat er schon wieder mit einem überlebtes Klammern. Ah! Diebstahl! Einen Tumor nicht so verloren! Fies! Naja, aber ich bekomme ich denn nicht trotzdem... warte, Moment. Das ist natürlich die Frage, wenn er den jetzt so hat. Würde mich jetzt interessieren, ich meine, wenn der jetzt weg ist, ist es so schlimm, alle Ohren, die ich jemals schon gefunden habe, bleiben ja in dem Lexikon gespeichert, das ist in dieser Dings, das ist mir jetzt relativ egal. Aber trotzdem, wenn der das so hat, kann Nagarine mit Diviscoot denn eigentlich das klauen oder nicht? Ja, sie kann ihn wieder zurückklauen. Ha, so, eine Tumenis erhalten. So, jetzt hat er nur Münzen geklaut, das ist jetzt nicht so schlimm. Gut, also man kann auch, ohne aus dem Kampf zu fliehen, auf Nagarine wechseln und versuchen, mit Diebesgut den Orden so zurückzuklauen. Ja, was du klaust, klau ich zurück, du Opfer. Das hat der sich so gedacht. So, aber jetzt wäre es vielleicht mal nicht schlecht, wenn ich einen Blütentee zu mir nehme, weil nur 5 BP, das ist ein bisschen wenig. Also ausnahmsweise, ich habe hier 2 dabei. Prösterchen! Und 20 BP wieder aufgefüllt. Das ist schon viel besser. Und Nagarine, du kommst wieder zurück. Gumbrina, du kommst wieder raus. Okay. Die roten Chomps, die kennen wir aber schon längst. Da brauche ich jetzt nicht Gumbrina nehmen. Da kann ich eigentlich... naja, obwohl doch, mit dem Kraftkuss könnte ich sie mal jetzt mal angreifen lassen und schauen wir mal, was sich hier überhaupt ergibt. Weil die Viecher haben ja eine irre hohe Verteidigung. Zack! Weil gut, so hoch ist auch wieder nicht. Naja, schauen wir mal. Kraftkuss. Küsschen. Und jetzt erstmal... ah, ich glaube, ein Multisprung ist sogar bei dem reichen, oder? Nö, tut's natürlich nicht, eh klar. Seht ihr, bei so einem wichtigen kriege ich nie ein Bingo, aber bei der Sternenergie, die eh schon voll war, das, also, ich weiß, so viel Pech habe immer nur ich. Das passiert echt nur mir. Frechheit, genauso, dass die Typen mit einem Kampf schon überleben. Was soll der Blödsinn?
Kopfnuss, aber jetzt auf dich, Mann. Ich glaube, ich nehme nicht Schaden, wenn die so komisch sind, so komisch rumwirbeln und dann kann ich die halt mit dem Hammer angreifen. So, und tschüss. Ich meine, was bilden die sich ein? Wer die sind? Ist doch lächerlich. So, weiter. Okay, das ist hier wieder so ein komischer... Das sieht ja fast aus wie ein Mondkörper, Ebene 55. Zack! Vor allem nicht eine ganze Viererschaft und boom! So, bei denen ist natürlich das Erdbeben super praktisch. Ellie dadurch umgehauen werden. Und sogar noch der Hintergrund auf sie drauf fällt. Und dann... Küss mich, Combrine, du wirst es doch auch. Küss mich. Genau, die Moll, der macht der Liebe. Macht der Liebe, Liebe, Liebe. So. Und jetzt natürlich gekonnt Multisprung. Ey! Ich sag dann gekonnt Multisprung, du Idiot. Was ist denn jetzt los? Jetzt aktiviert sich schon wieder der Zauber. Immer weil ich nur hier zu blöd bin zum Drücken. Was ist los? Das muss die Hitze sein. Zauber reduziert Schaden. Die können eh nicht angreifen. Also, das war jetzt absolut unnötig. Aber konnte ich ja nicht wissen, dass sich das jetzt gerade aktiviert. Also manchmal ist der Zauber auch voll für den Arsch. Ich sage, wenn man so viel Pech hat wie ich, dann kann es durchaus passieren, dass sich der Zauber von Melee in den ungünstigsten, unnötigsten Situationen aktiviert. Aber boah, ich habe es immer nach. Bitte, Würze ist so geil. Aber ich hatte bisher immer noch nie die Gelegenheit, hier unten mal Items zu kaufen, weil Ramschnick einfach nicht auftaucht. Ich meine, der kann vielleicht noch kommen, aber muss auch nicht sein. So, hier schon wieder so ein Kack-Ohren-Bandit. Na, der klaut mit diesem Mal nicht meine Ohren. Dem reißt sich seine Kapuze vom Kopf oder vielleicht sogar seine Maske. Ich meine, sieht ja immer aus, als hätten die das Gesicht auf der Maske aufgemalt. Ultra-Panzer. Und Multi-Jump. Ich sage, die überleben immer mit einem KP. Was soll denn der Quatsch? Oh, wie traurig, die mal gucken, wenn sie nichts klauen können. Tja, dann sind sie einfach Opfers. Und damit ist nicht anders verdient, zu sterben. Yo! Ah, na, finde ich aber nicht, dass der einen Donnerzorn gedroppt hat. Den nehme ich natürlich mit. Bevor er verschwindet, so. Aha, naja, Leute. Ich werde es immer noch nicht wirklich bis noch weiter runter schaffen, außer halt, dass ich noch hoffentlich bis Ebene 60 komme. Dann muss ich aber wieder Schluss machen. Sonst wird der Part wieder zu lang. So, Achtung. Nein, komm. Ja, Erstangriff. Immer versuchen, einen Erstangriff zu landen, wenn es irgendwie geht. Ha, die sind ja nur zu zweit. Das ist ja lächerlich. Das ist doch lächerlich hier. Aua. So, nee, nicht aua. Aber ich dachte eigentlich, dass ich ihn umkippe, aber nö. Wie wär's mal... Powerblock. Obwohl, ne, gegen den einen? Ne, komm. Nö, 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 nö. Ne, komm, das ist jetzt nicht nötig. Verteidigung. Das ist jetzt echt nicht nötig, hier ein Item an einen einzelnen Gegner zu verschwenden. Das ist doch totaler Quatsch. Anti-Vorhieb. So. Pfeife ich doch auf deine Verteidigung und stier! Haha, das hast du dir so gedacht. Die glauben alle immer, mit mir können sie es ja machen. Aber nein, falsch gedacht. Oh, Leute, es ist schon wieder der Verschicker, aber Moment, wo sind wir? Ui, 58 ist Untergeschoss. Naja, sagen wir mal so, es wäre jetzt klüger, diesen Typen nicht mehr zu benutzen, also seine Dienste in Anspruch zu nehmen, weil ich könnte ja das große Pech haben, dass ich genau eine Ebene überspringe, wo es neue Gegner gibt und das wäre dann ganz schön dämlich. Das wäre richtig blöd.
wenn es da ausgerechnet auf der Ebene, die ich dann überspringe, wenn es da Gegner gibt, die ich dann noch nicht gescannt habe. Also von daher, ich glaube, ab jetzt wäre es, glaube ich, klüger, wirklich den Typen nicht mehr zu bezahlen. Und dass wir wirklich ganz normal weitermachen, ja, weil das will ich nicht riskieren. Ich habe mich schon damals richtig in den Po gebissen, als ich feststellen musste bei meinem ersten Let's Play von damals, dass mir zwei Gegner gefehlt haben. Die eine war eine Suselwusel, gut, die ist bei mir damals nie aufgetaucht, hatte ich kein Glück. Und das andere war aber eine Käferart, die es nur hier unten gibt. Und die konnte ich dann nicht mehr scannen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich vergessen hatte, die so zu scannen, oder dass ich wirklich die Ebenen übersprungen hatte, wo es die gab. Und deswegen wird der Verschicker jetzt nicht mehr benutzt werden. Nee, weil das Risiko will ich nicht eingehen. Ich habe mir geschworen, ich will 100% in dem Spiel haben, und dazu zählt natürlich auch alle Gegner scannen. Da kann ich es mir nicht erlauben, auch nur einen einzigen zu verpassen, weil sonst raste ich aus. Und das geht ja mal gar nicht klar. So, wie wär's ausnahmsweise mal mit einer Sternattacke? Power Ring! Warum? Weil ich's kam. Und weil mir die Türen auf die Nerven gehen. So. Weil ich immer so schöne, dämliche, belämmerte Gesichter machen, wenn die davon getroffen werden. Was ist denn? Und schon sind sie alle down. Und tschüss. Und schon wieder nur ein Sternenpunkt. Oh, dafür aber ein Superpilz. Das ist ganz nett. Den nehme ich natürlich mit. Halt! So, jetzt wäre ich schon wieder fast verschwunden. Ja, ich finde, die Items bleiben nicht gerade lang liegen. So, warte mal. Superpilz. Gumbrina, den kannst du doch gut gebrauchen. Bitteschön. So, jetzt sind ihre KP wieder voll. So, Typ sortieren. Ich habe immer noch alle 5 Lebenspilze. Ja klar, die werden auch vielleicht gar nicht zum Einsatz kommen, vielleicht aber doch auf den tieferen Ebenen. Das ist einfach nur eine Absicherung für mich. Weil, wie gesagt, wenn ich irgendwo verkacken sollte, bevor ich auf Ebene 100 bin, oder dann auf Ebene 100, ist ja egal, und ich habe keine Möglichkeit zwischenzusperren, dann, das wäre furchtbar, dann kann ich ja alles nochmal von vorne machen, das geht gar nicht. Wenn ich eben overgehe, also das ist keine Option. So, und Leute, wir sind da, Ebene 60. 60. ist Untergeschoss und hier wird der Part vorbei sein, aber wir wollen natürlich vorher noch wissen, was bekommen wir denn hier eigentlich Feines? Es ist der Doppelgrifforden. Lass mal jetzt weiter ins Runde einsetzen. Tja, den habe ich zwar schon mal, aber eben, weil ich den jetzt zweimal habe, könnte ich theoretisch beide anliegen. Steht ja auch hier. Lässt Mario 2 Items pro Runde einsetzen. Der Einsatz kostet 4 BP. Der Einsatz von 2 Orden kostet mehr BP. Ermöglicht aber den Einsatz von 3 Items. Ich kann noch dazu sagen, in Paper Mario 1 gab es einen Orden, der nannte sich dann, glaube ich, einfach Dreifachgriff. Und der sah dann genauso aus, nur war da halt eine 3 drauf. Und da konnte man dann eben 3 Items einsetzen. Hier gibt es keinen Dreifachgriff-Orden. Dafür müsste man halt zweimal den Doppelgriff anlegen. Dasselbe gilt auch für den Doppelgriff P-Orden. Den kann man auch zweimal benutzen, kann der Partner 3 Items einsetzen. Aber ist jetzt nicht notwendig. Aber ich habe den hier trotzdem nochmal gefunden. Wird nach Typ sortiert. So. Und Leute, damit ist auch dieser Part vorbei. So, liegt jetzt die Frage, noch ein Part und dann noch einer. Ich meine, wir sind jetzt auf Ebene 60. Das heißt, im nächsten Part, wenn ich wieder so einen Halbstunden-Part mache, ich könnte es theoretisch, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr überziehe, es bis Ebene 99 schaffen, aber ich kann es nicht versprechen. Also, bis zum nächsten Mal, trotz alledem, bei Paper Mario 2. Also, macht's gut, Leute. Und wieder danke fürs Zugucken. Das sowieso. Tschüss.